man muss große Angst haben. Was passiert? Mir wurde mitgeteilt, dass ein Mensch aus der AfD den Vater, der dieses furchtbare erleben musste, von der Maria als pathologisch bezeichnet hat, weil er vor dieser Tat Flüchtlinge unterstützt hat. Dass in diesem Land jemand einer als demokratisch eingeordneter Partei zugehören darf und jemand noch verhöhnen darf, der so etwas erleben musste. Da sehen Sie, was los ist. Aber man muss es dann halt als Herausforderung annehmen und sich halt bekennen. Wenn Helfer, die Menschen, die so viel Schreckliches erlebt haben und auf der Flucht waren, mit Hass, das mit Hass beantwortet wird, dann ist mir in dieser Qualität innerhalb von kürzester Zeit in diese Punkte da, wo man vor ein paar Jahren gedacht hätte, wo man niemals mehr hinkommen wird.